Du So, kannst. hallo, herzlich willkommen wieder heute zu unserer Mindtest-Welt. Wie ihr seht, schneit es hier ein bisschen. Und unsere Weihnachtselfen haben auch schon einen Weihnachtsbaum aufgebaut und solche Zuckerstangen und unser Computerspielschul-Logo ein bisschen angepasst. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Vorhin lag es hier noch, nämlich ein Brief. Der ist irgendwie jetzt aber kaputt gegangen, aber ich hab's mir aufgeschrieben, was drin stand. Zwar haben wir einen unserer lieben Dorfmitbewohner ja vor einiger Zeit losgeschickt, um verschiedene Ressourcen zu sammeln in kälteren Landschaften. Und ich würde einfach mal seinen Brief vorlesen. Er sagt, also ich weiß nicht, ob es ein Brief oder ein Tagebucheintrag war. Es war auf jeden Fall so eine Seite Papier, die lag da vorhin auf so einem Tisch. Er schreibt, liebe Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen, ich begebe mich auf die mühselige Reise in kältere Landschaften, um unserem Dorf Ruhm und Ehre einzubringen. In den eisigen Regionen warten mineralische Schätze und seltene Holzarten. Doch schaffe ich es alleine, alle Ressourcen abzubauen und wiederzukehren, wenn es nur weitere Häuser geben würde und die Mine größer wäre. Geschrieben von Gerald im Winter 2020. Sehen, haben wir hier unsere Telefonzelle, Ja. mit der wir für spezielle Events auch mal woanders hinreisen können. Und ich würde sagen, dass wir heute gemeinsam Okay. dass wir gemeinsam in die Weihnachtssiedlung reisen, um dort zu gucken, was Gerald da bisher gemacht hat. Ich brauche Hühnchen. Ich bin gerade runtergefallen und jetzt hat sich schon geklärt, alles gut. Ich dachte gerade, hä, warum braucht der Hühnchen? So in echt, meine ich. Habe ich gerade Ah, gedacht. ihr Das merkt habe schon, ich es beim wird wieder ein ersten Mal lustiger Tag. gedacht. Ich muss kurz meine Tür zumachen. Ich bin 2 Sekunden weg. Okay. Oh. Ein Iglu, wir können ein Iglu Oh, bauen. ja, ein Ja, Iglu. ein Iglu und in das Iglu eine Bar. Oh, Oh, das la. wäre voll cool. Oh mein Gott. Oh mein Komm, Gott, wir sind die Besten. Okay, wir let's bauen go. ein Iglu und in das Iglu eine Bar. Okay, Let's ich habe go. einen Let's Vorschlag go. gemacht. Bauen kann ich nicht. Was ist der Okay. Plan? Was ist der Plan, Huch, Link? ich habe die Fackel abgebaut. Hilfe, 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 Fackel. Muss ich sagen, Eigentlich ist es ein ist Iglu traurig. ja rund. Ja, Ja, aber aber sind wir wir ja ein müssen dann halt. großartiges Team. Ich bin nämlich auch schlecht im Bauen. Cool. Nice. Ah, gut. Das wird was. Ich spionier mal bei den anderen. Mach mal. Okay. Gute Idee, mache ich auch. Wahrscheinlich wird gleich von denen. Alter, wenn PvP an wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich umgebracht worden. Was ist das? Was bauen die? Echt? Süß, weiß ich nicht. Aber ich hätte die anderen dann angegriffen, wenn die mich ausspionieren wollen. Ich bin kurz. Ich bin Okay, interesting. kurz durchgeflogen. Ich komme wieder zu dir, Anna. Hallo ihr, na, seid ihr gerade vorbeigekommen? Ja, wir haben euch Nein, kurz ich nein. Also. ausspioniert. Ah, jetzt, aha, was baut ihr denn? Das ist ja die Idee von gestern geklaut. Ein Aha. Iglu. Entschuldigung? Ich. Wir Nein. bauen ein Iglu. Wie Eine cool. Iglu-Bar. Wie cool. Aha, aber man kann auch Schlittschuh fahren. Ja, genau. Super, super nice. Wir bauen irgendwie eine Kirche, ich weiß gar nicht warum, aber wir Aber bauen. ja, ich habe auch gerade schon gedacht, das sieht schon sick aus. Aber ein Iglu ist auch eine richtig tolle Idee. Von Anna. Hi. Ach, super. Dann Ja, haben wir ich das gebe noch die mit der Ideen, weil ich nicht bauen kann. Genau. Aber unseres ist größer. Edge. Ja, aber Aber unseres unseres ist ist schöner. cooler. Naja, ich glaube echt auch. Unseres ist nur aus Stein einfach. Da ist der Schraubendreher. Ja, man muss Jetzt. Screwdriver eingeben. Okay, ich gehe mal wieder in einen anderen Raum. Ich wollte gucken, was für euch so Okay, ich geht. hab's hingekriegt, ich hab's hingekriegt. Ich hab den Stuhl Ja, gedreht. Anna. Oh, Anna, was hast du hingekriegt? Ich hab den Stuhl Schon gedreht, Mann. gedreht. Oh. Richtig geil. Sollen wir Nice. noch Pinguine hintun? Oh, ja! Ja! Pinguine! Aber die müssen rein. Ja. Und wir so, aber Dann den Eggnog. die dürfen nicht abhauen. Oh, die hauen safe ab. Ist halt, so. Oh, Geschenke. Wer hat die Geschenke dahin? Ich hab die hin. Kann noch was reinlegen. Wie viele Pinguine haben wir jetzt? Ich mache auch noch einen. Vier, glaube ich, Ich ja. mache auch noch Oh, einen. Boah. süß. Was macht der da hinten? Der Arme, er steht einfach in der Ecke und läuft gegen die. Hallo. Lass ihn. Hallo. Ich glaube, die trauen sich nicht die Schräge runter, was ja voll gut wäre, weil dann Ja. könnten sie nicht raus.
Aber eigentlich sind die ja trotzdem wie Treppen, die Schräge, oder? Ist ja egal. Hauptsache, wenn die Pinguine nicht rauskommen, ist doch nicht schlecht. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ich habe hier ein bisschen Eis abgebaut, das Überstand. Ah. Hallo, gehen die alle in die Ecke, die Armen? Die wollen halt raus, aber die können nicht. Oh Mann, wie gemein. Oh, was macht ihr? Ihr steht aufeinander. Ist gerade voll der schöne. Ah, doch, er traut sich die Treppe runter. Guck mal, Monika, der eine haut ab. Oh, der kommt zu mir. Geh wieder zurück, du. Geh. Und er geht sogar wieder zurück. Hallo. Oha, ihr könnt die ja voll treiben. Wie macht ihr das? Keine Ahnung, guck mal. Stopp. Oh, da ist wieder einer gegangen. Bleib da. Hier bleiben. Stopp. Oh. Ihr dürft nicht von hinten kommen. Nein, bleib da. Bleib da, du. Ich geh mal kurz aufs Klo, ne? Ja, wir unterhalten dich. Ich tanze jetzt mit den Pinguinen. Kamera. Schön. Habt ihr das alles quasi im Survival-Modus gebaut, oder? Nee, wir haben gerade kreativ bekommen. Also am Anfang, ja. Wegen Weihnachtsgeschenk. Ja. Ah, okay. Aber man kann ja auch Geschenke reintun in die Geschenke. Ich finde den Eingang so cool. Das ist halt ein richtiges Iglo. Das ist so ja. Cool. Man rutscht so geil. Mhm. Warte, man geht also, scheinbar auf. Jetzt die Show von Nick machen. Sitzt du eigentlich einen noch? Fisch? Nee, du stehst wieder. Ich stehe wieder, okay, ja. Alles klar. Und ich setze mich jetzt nicht wieder hin. Nick weiß, wie man wieder aufsteht. Hey, der Pinguin tatzt mir auf dem Kopf herum. Oh mein Gott, das war gerade richtig witzig. Oh, geil. Wow, Comedy Gold. Oh, das ist so schön. Du tanzt halt echt auf deinem Kopf. Wollen wir so eine Eisrutsche bauen? Das haben wir schon probiert, also, aber der Eingang ist ja eigentlich eine Rutsche, aber man rutscht nicht. Nee, man rutscht irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist, weil der so eng ist. Das Problem ist nur, wenn du den als Rutsche baust, kommst du ja nicht mehr hoch dann. Also wenn der tatsächlich rutschen würde, würdest du nicht mehr hoch. Aber wir können ja so quasi ganz bewusst eine Eisrutsche oder Fläche oder so bauen. Das können wir probieren, ja. So als Spaß. Ah, scheiße, jetzt habe ich im Inventar alles weggeschmissen. So. Oh, der eine Pinguin ist, glaube ich, wieder hier. Der hat den Weg gefunden, oder? Damit kommt her, meine Kinder. Ja, kommt. Ich glaube, der riecht den Fisch von draußen. Oh Mann, aber kommt cool nicht rein. Das? Warte, ich locke ihn wieder mal rein. Holen? Warte, ich lock ihn. Ich hab schon Fisch. Warum kann man eigentlich keine Schneebälle werfen? Also ich habe Schneebälle gefunden. Ja, es geht leider nicht. Da braucht man irgendwie nochmal eine extra Mod oder so. Ich kann bloß schlagen damit. Oh nein, wir haben Nick hier alleine gelassen da drin. Also das hier ist... Nee, das ist unser... Stimmt, das ist die Hütte. Würde irgendwas suchen, was hoch ist und von dort aus quasi die Rutsche runterbauen, vielleicht bis zur Hütte runter. Hallo Nick, hier sind wir. Pinguin, komm her, ich hab Fisch. Wir haben gerade die Pinguine wieder hergelockt. Oh, da war einer hinter der Theke. Witzig. Ja, den habe ich gerade geholt. Der ist wieder gegen die Wand gelaufen in seiner Frust. Oh, jetzt sind sie alle bei dir. Sind sie bei mir. Haha, juhu. Ich jetzt auf den Pinguinen. Ja. Baumstein. Fröhliche Weihnacht überall. Musik. Weihnachtssong. Ja, immer wenn Nick auf dem Klo ist, müssen wir doch Show machen. Ja. Kamera, weißt du der? Achso, Nick macht ja Kamera. Yep. Eigentlich müssten wir seiner Figur mal so eine Kamera in die Hand geben. Entertainment. Machen jetzt den Pinguin-Tanz. Dreht euch mit. So gerade hier so ein bisschen Rutsche zu bauen. Im Iglo hin. Hä, hey, ich kann da nicht laufen. Hä? Pinguine haben mich wieder eingesperrt. Wenn du ins Eck gehst, dann kommst du nicht mehr raus. Tja. Weil man kann auch nicht über die drüber springen, weil am Eck ist die Decke so tief.
Das ist echt ein Dilemma. Ist das denn? Sieht's nicht. Andersrum gedreht ist. Ah, Hilfe, Hilfe. Wahrscheinlich müssen wir den Baum Ein wegmachen, Pinguin oder? flüchtet. Nick, Warum Nick, wart hilf ihr alle mir! aus meinem Sichtfeld? Jetzt geht Ja, er weil die mal weg. Pinguine mich eingesperrt haben. Kann den Fisch nicht weg. Ach Mann, muss ich halt wieder die. Mit, ja, kommt. Ja, kommt. Krass, wenn man sich ins Eck stellt, kommt man echt nicht mehr raus. Ach stimmt, man braucht den Schraubenzieher wahrscheinlich, um diese Elemente zu drehen. Ja. Hey. Oh Gott. Hilfe. Die Idee mit den Pinguinen war ganz schlecht. Gibt's auch Eisbären? Sind die vielleicht netter? Fressen dich Ich glaube, es auf. gibt keine Eisbären. Außerdem Eisbären fressen einen. Schade, gibt keine Eisbären. Ah, okay. Hilfe! Lasst mich in Ruhe. Nein! Stopp das! Stopp das! Ja, genau so. Nein, stopp das! Stopp! Hilfe! Guck mal, der ist da reingefallen. Nein, er hält mich fest. Der einzelne Pinguin hält mich fest. Ja, siehst du? Der alleine hält mich schon fest. Was ist denn dann? Die machen so einen Turnwettbewerb oder so Kunstturnen. Die sind aber zu dritt übereinander gestapelt. Was tun Ja. die? Aber wie cool das war. Guck mal, wenn die den Fisch sehen, dann drehen die sich Ja, so hallo, komm kurz. mal, komm her. Kommt her, kommt her. Jetzt gehen die alle. Nein, bleibt da. Ihr bleibt da. Schön fein da. Kommt her. Anna, wir sind tolle Pinguine. Wollen die Besitzer. Dompteure? Nein, lass mich hier raus. Anna, ich komme Oh mein Gott. hier nicht Monika kommt auch nicht raus. Ich rein. komme auch nicht Ich sehe rein. euch gleich, wie ihr in der Schlange steht, weil die Pinguine den Eingang versperren. Ich bin drin. Ich komme nicht rein. Ich. Ah, ich bin drin. Oh mein Gott. Hier wie Boris Becker. Ich bin drin. Bin ich drin? Das war ja einfach. Du kennst Boris Becker noch. Das ist doch diese alte AOL-Werbung. Ja, natürlich. Hey, Monika hat mich heute schon als alt Ja, also wenn du die bezeichnet. Werbung kennst, dann bist du noch alt. Das ist. Schon, aber ich kenne die auch noch, also. Ach, da bin ich ja beruhigt, da bin ich nicht ganz so der alte Sack. Was habt ihr hier eigentlich für eine witzige Bahn gebaut? Ja, das soll quasi eine Rutsche in den Ein also ein Ich geheimer muss jetzt Eingang auch mal wieder sein. raus zu euch. Ich muss einen Du könntest Lebkuchen mir helfen, die bekommen. zu bauen. Guck mal, ich helfe, ich mache, ich schatte die mit Schrägen aus, Hallo, ich komme weil nicht mehr mein Bauch. raus. Was Aber macht hier ihr da? ist. Das ist so. Hallo, Nick. Hallo, sperren dich die Pinguine wieder ein? Nee, Guck mal, ich ich stelle bin mich doch auch auf oben denen drauf. Ja, drauf. ich auch. Diesmal tanzen die mir nicht auf dem Kopf. Oh, jetzt tanzen die mit dem Kopf rum. Ich will ein Pferd. Aber wenn man Pferd eingibt, kommt nur Kupferdraht. Nice. Du musst schon Horse eingeben. Pause. Oh, hier gibt's Pferde. So. Soll ich das Pferd in der Bar platzieren Bitte oder nicht. draußen? Ach, draußen. Oh, guck mal hier, ich habe ein Pferd. Hallo. Hallo, warum? Ich kann mich nicht auf das Pferd draufsetzen. Boah, Ich lasse mal einen Sattel. ich brauche Dian, hier bitte gerade so ein. schlag's nicht, mein armes Pferd. Ja, Jetzt. wenn die. Bemühe mich hier gerade einen Eingang zu bauen und dann plötzlich habe ich ein Pferd auf dem Kopf. Das ist irgendwie echt strange gewesen. Was heißt Sattel auf Englisch? Saddle, okay. Ah, hier. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen, hallo? Hat jemand mein Pferd gesehen? Es ist auf dem Dach.
Warum ist mein Pferd auf dem Dach? Oh, guck mal, ich sitze auf dem Pferd. Oh Gott, es hat mich abgeworfen. Nein, hat's nicht. Mein Gott, wie, der sitzt auf dem Pferd wie auf dem Stuhl. Das ist so lustig. Guck mal, geht's zu den anderen rüber. Hallo. Hallo. Hey. Ey, der hat immer die Vorderpfoten von meinem Pferd. Aua, der schlägt mein Pferd. Wer schlägt dein Pferd? Chris, ich gehe wieder weg. Warum macht der Chris das? Chris ist ein Tierquäler, ein ganz guter Tier. Und jetzt lässt Redstone Logi mich nicht raus. Ich muss abhauen. Ey, ganz ehrlich, nö. Nö. Tschüss. Wisst ihr, was jetzt lustig wäre, was bei denen gerade im Kanal abgeht? Gemein. Oh ja. Kann ich in unsere Bar rein mit Pferd? Hä, wie war das jetzt mit dem... Tu's lieber nicht. Wie war das jetzt mit dem Eingang? Wo ist der Eingang zu der Bar? Kennt ihr nicht den alten Witz? Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum denn so ein langes Gesicht? Ah, also so viel. Ich weiß jetzt, man kann mit dem Pferd... Ja, man kann mit dem Pferd in die Bar. Guck mal, hallo Anna. Okay, warum macht er jetzt so ein langes Gesicht? Nick! Hallo! Hallo! Weil ein Pferd ein langes Gesicht hat. Weil es ein Pferd ist. Ich weiß. Aber wieso macht Nix Pferd jetzt so ein langes Gesicht? Oh. Der ist ja jetzt in der Bar. Naja, das muss so viel sein. Das macht wirklich ein langes Gesicht. Also ein Pinguin ist hier bei mir am Anfang der Rutsche. Was? So weit weg schon. Wie hat der das denn so schnell geschafft? Schau mal. Guckt mal, wie ich mein Pferd genannt habe. Könnt ihr das auch sehen? Wie kann ich eigentlich von dem Tier wieder absteigen? Ah, ich weiß nicht. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Oh, der, das hast du aber schon heißt gebaut. Der jetzt? Wieso kann ich nicht mehr auf mein Pferd aufsteigen? Ach, weil ich den Sattel dafür brauche, wahrscheinlich. Logisch. Harald! Das Pferd ist Harald! Ich dachte, Harald ist da! Das ist ja geil, dass das Pferd so grün ist. Also das Schild von dem... Aha. Hallo. Kann ich mein... Ich lasse mein Pferd in der Bar. Ich hoffe, es kommt da nicht raus. Ich muss mein Pferd in der Bar kurz zwischenparken. Hallo, du musst vielleicht einen Stall bauen, Nick. Ja, ich will mir einen Stall in der Bar. Ich will einen Stall bauen, aber wer... Mach ein Schild vor die Bar, dass da keine Pferde rein dürfen. Ja, aber echt, so ein Pferdeverbotsschild. Aber so ein Parkplatz für die Bar, aber weißt du, wenn man dann trinkt, dann darf man nicht mehr nach Hause reiten, das ist... Ich will gerade einen Stall bauen, aber wenn ich einen Stall baue, muss ich da kurz mein Pferd irgendwo parken. Boah, kann man dem Pinguin auch Namen geben? Ja, klar. Die Kommission genehmigt es. Schön. Gut, jetzt ist Harald legal. Jetzt, wo das Stroh liegt, hat es alles einen Sinn. Oh, Dejan, ich hab dich jetzt auch in dem Stall eingesperrt. Kommst du wieder raus? Ja, ich komm nicht mehr raus. Hä? Wie komme ich denn raus? Tja. Und warum liegt hier so viel Stroh? Ich komme aber echt nicht mehr raus. Ja, du musst warten, bis Harald die Treppe hoch ist. Hier ist Deans Shining Weihnachtsrutsche. Genau, da kann man runter. Da kann sich auch nicht verlaufen, dass der Weg ist. Und jetzt muss man hier, wo Monika und ich sind, jetzt rechts. Weil da geht's runter zu unserer zur Bar. Die Igloo Bar. Und die hat auch einen ganz speziellen Namen. Köstlich. Achso, ich bin falsch. Wo seid ihr bei dem... Geh nochmal zum Eingang, dann findest du uns. Beim Iglo? Beim Iglo? Ja. Oh, jetzt weiß ich, wer Bernd ist. Ja, das ist Bernd. Oh nein, ich hab... Bernd oh mein geschlagen! Gott, wer hat Bernd geschlagen? Das war ich. Entschuldigung, kann man Bernd irgendwas füttern? Kann man Bernd irgendwie... Nein, lass Moment, Bernd warte. Doch Fisch. Ich weiß, wie man das macht. PvP anmachen, bitte schön. Ja, Marina.
Gott, wir sollten eine Trauerfeier starten. Ja, müssen wir jetzt eigentlich. Der wird in der Kirche begraben. Ja. Ja, echt super sieht's bei euch aus. Also, ja, aber das war noch nicht alles. Tolle Inneneinrichtung, genau. Dann zeigt man auch mal weiter her. Also, ich mag auch den Kniff, dass man hier so, so rumschlittert. Jetzt aber passt also auf Ilan auf, sonst ist Harald auch noch Geschichte. Harald ist mir egal, aber Bär. Und dann lacht er noch so dreckig bei Ilan. Das ist echt hardcore. Was machst du, Ilan? Genau, hier ist der Pferdestall. Ah ja, cool. Für Harald. Harald, komm mal mit. Oh nein! Lass Harald! Oh Gott! Ich hab grad. Lass, mach die Türen zu, ey, sonst kommt Harald noch raus, ey. Ja, cool, sieht das aus. Das kommt ja nicht rein, das ist wichtig. Das ist wichtig. Die Tür zu. Dann ist die Schuld für Ilan. Bleib mir das mal. So, raus, 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 hab ich gesagt. Und dann Tür zu. Komm, mach die Türen zu. Ich hab gesagt, mach die Türen zu. Nein, Bernd 2, geh nicht zu nah dahin. Bernd 2. Redstone Logi, lass die Türen zu. Nein, Bernd 2. Die Türen müssen weit offen sein. Könnt ihr bitte PvP kurz anmachen? Oh, ich muss ganz kurz ans Telefon. Okay. Oh. Ja, sollen wir mal schauen, was Gruppe 2 gebaut hat, weil das ist, also bei euch ist ja richtig, richtig winterlich und ich glaube, wir haben ein bisschen Thema verfehlt auf jeden Fall. Ilan, du willst du vielleicht erzählen diesmal? Ja, was soll man erzählen? Wir haben irgendwie so angefangen, Chris hat angefangen mit einem Turm und ich habe mir gedacht so, hey, an den Turm kann ich was dran bauen. Wow. An den Turm können wir was dran bauen, sind aber dann nicht ganz fertig geworden. Also wenn wir einfach irgendwie so, oh, bla bla bla, Kirche, Gewölbe, dann haben wir uns ein bisschen aufgetobt und sind leider nicht fertig geworden. Ja, oh, das ist voll schön. Jetzt wird Ilan begraben. Ja, das hat er verdient. Für Bernd. Ja, wir müssen, glaube ich, echt nochmal zu dieser Kirche zurückkehren und weitermachen. Weil ich finde die jetzt echt richtig cool, die ist schon soweit richtig cool geworden. Ja, Mann. Voll und cool. Ilan hat auch relativ viel Architekturwissen und hat uns da auch so ein bisschen erzählt, was wir machen müssen. Das ist auch in dem Spiel viel cooler. Also in Minecraft viel cooler als in Minecraft, weil in Minecraft hat man zum Beispiel die ganzen extra Blöcke, die schrägen Blöcke und diese Mauernteile alle gar nicht. Geht los in 3, 2, 1, go! Oh, man sieht auch gar nichts, weil da die Leute sind. Nein, ich bin gefallen! Ja, scheiße! Oh, hey, ihr habt mich geblockt! Wo sind wir? Hey, wer hat hier jemand was abgebaut? Oh, hä? Hallo? Hallo? Hier war hier doch was? Ah, jetzt geht's weiter, okay. Warte mal. Hä? Oh Mann. Doch, geht noch weiter nach oben. Ich lauf dir hinterher. Schön. Warte, ja, das ist auf dem Podest steht. Aber das ist schön, weil man kommt hier raus und sieht das Prozesse.
Naja, Ilan und ich waren gleichzeitig auf dem Podest. Das stimmt. Und ich weiß leider überhaupt nicht, ob ich hier richtig bin. Ilan, ich hab's aufgenommen. Ich seh nicht. So langsam. Dritter. Oder? Ja. Was war das? Das war das? Technik, du kannst ja schon mal ein Podest bauen. Genau. Ich wollte nochmal dann ein Foto von euch machen. Ilan. Ilan. Was denn? Du musst auf deinen Platz. Mal ein Foto. Nein, ja, auch bin ich erster. Nick war erster. Ah, okay. Dachte, du wärst erster. Mach mal ein Foto. Hab nichts gegen. Mit F12. Ein Screenshot einfach. So, super gut. Ich mach mal noch mit dem Logo im Hintergrund. So. Fantastisch. So, dann gehen wir nochmal aufs Podium zurück. Das war ja heute echt wirklich ein Run. Nick, willst du wieder irgendwas aufnehmen? Ich nehme die ganze Zeit auf. Okay, praktisch. Oh mein Gott, wie kann alles aufgenommen? Wir nehmen 23 Minuten auf. So, jetzt nochmal geordnet aufs Podium zurück, weil es ist schon 17.05 Uhr. Ich nehme seit 1 Stunde 55 auf. Wir haben überzogen. Weihnachtsüberzug. Also, ich lasse jetzt Ilan da einfach mal stehen, wenn er das unbedingt machen muss. genau, wir haben heute weihnachtsmäßig überzogen. Das war richtig, also richtig. Also Leute, ihr seht es aktuell auf meinem Windows ganz unten, 17.05 Uhr. Genau. Also, ihr habt fantastisch gebaut heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir hatten auch alle in den Gruppen sehr viel Spaß. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses besondere Weihnachtsevent gefallen. Jetzt über das neue Jahr schließt unser Mindtest-Server erstmal und muss sich ein bisschen erholen von den vielen neuen Blöcken, die gebaut wurden. Und wir eröffnen dann wieder am 8.1. im neuen Jahr, ne? Also am Freitag, den 8.1. Da geht es dann richtig los mit großen Events und einer großen Geschichte. Das werdet ihr dann alle sehen. Macht nochmal, wenn ihr irgendjemand kennt, der an sowas interessiert sein könnte, viel Werbung. Ladet ruhig neue Leute ein, die dann natürlich dazukommen, dann macht es dann nur noch mehr Spaß. Und ansonsten, mir hat es heute super viel Spaß gemacht mit euch. Wenn jetzt Ilan, Dejan, Moni, Anna irgendwie noch sagen möchte, dann gehe ich hier erstmal runter. Also ich will mich auf jeden Fall nochmal bei Chris bedanken, also für das, was du hier initiiert hast und bei euch allen eigentlich, die auch die Lore und alles entwickelt haben. Ich bin echt begeistert jedes Mal und bin super gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr richtig losgeht. Und kann echt nur hoffen, dass wir noch ein bisschen Werbung machen können und dass noch ein paar Leute dazukommen, weil es wäre echt schade um das Ganze, was hier jetzt gebaut und entwickelt wurde. Wobei es natürlich auch schön ist, also mir hat es jetzt auch in der kleinen Runde Spaß gemacht, aber natürlich wird es noch spannender, wenn das Dorf erstmal so richtig bevölkert ist und sich dann diese ganze Geschichte entfandelt. Also echt sau cool, was wir jetzt in den letzten Wochen hier aufgebaut haben. Also vielen, 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 vielen Dank. Und frohes Fest und guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal.